das hier mit Reifen. Am 21. Dezember wurde in der Ecolea Internationalen Schule Schwerin abgestimmt. Aber nicht etwa über die Schulleitung oder Vertrauenslehrer oder Lehrerin. Die Wahl war der Höhepunkt einer Aktion aus dem Sozialkundeunterricht. In deren Rahmen hatten die Schülerinnen und Schüler der 9. und 10. Klassen einen Wahlkampf simuliert. So sollten sie das politische System Deutschlands verinnerlichen. Wir haben dann im Anschluss natürlich auch die normalen Tests, die wir dann schreiben. Aber ja, das Verständnis wird auch so transportiert in den Fragen, die die Schüler einfach stellen. Das heißt, wenn sie dann zu uns kommen und sagen, ja, wie ist das denn mit der Finanzierung unserer Parteimaßnahme, wo können wir da das Geld herholen? Und wenn man in solche Gespräche kommt, das macht schon deutlich, dass die Schüler sich dann damit auch thematisch schon super auseinandergesetzt haben. Die Aktion startete bereits im Oktober. Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten standen zur Wahl. Sie alle erfanden eine Partei und stellten ein Programm sowie Maßnahmen und Finanzierungsplan auf. Wir stehen für Bildung, weil wir glauben, Bildung ist Zukunft. Was sind eure Maßnahmen dafür? Wir wollen das Lehrerstudium revolutionieren. Wir wollen in der Lehrerausbildung mehrere praxisrelevante Fächer und Themen einführen. Wir stehen für die Gesellschaft. Wir möchten, dass die Lebensmittelsortimente umgestellt werden, sodass auch Personen mit Unverträglichkeiten und Allergien oder Personen mit veganem und vegetarischen Lebensstil mehr Möglichkeiten für eine ausgewogene Ernährung haben. Die Aktion fand bei den Schülerinnen und Schülern großen Anklang. Entsprechend ausgefeilt waren ihre Methoden, um sich im Wahlkampf einen Vorteil zu verschaffen. Die Schüler finden das super, der Großteil. Und wir haben dort auch wirklich tolle Ergebnisse, tolle Wahlwerbespots, tolle Plakate. Auch heute kann man sehen, die Wahlstände sind alle super vorbereitet. Und ich denke schon, dass das den Schülern, so ist zumindest mein Eindruck, großen Spaß macht. Diese Wahl wird wohl keinen strukturellen Wandel bringen. Denn schlussendlich feierte vor allem die Ecolea einen Erfolg. Mit viel Spaß lernten die Schülerinnen und Schüler praxisnah die politische Landschaft der Bundesrepublik kennen.